Herzlich willkommen auf dem Kanal von Skalar 300. Beeindruckend und faszinierend zugleich in Form, Farbe und Gestalt bietet ein Korallenriff so manchen Unterschlupf für einige seiner Bewohner, unter anderem auch dem Clownfisch, auch als Nemo bekannt, der in Symbiose mit Seeanemonen lebt, in einem höchst sensiblen und äußerst empfindlichen Lebensraum mitten im Korallenriff. Beeindruckend und elegant schwimmt der Clownfisch im Korallenriff, in und um seiner Anemone, ohne die er nicht leben kann. Er säubert sie gründlich und im Gegensatz schützt die Anemone den Fisch mit ihren langen Tentakeln, die giftig sind. Der Clownfisch ist gegen dem Gift unempfindlich und fühlt sich inmitten der Anemone merklich wohl und umschwimmt sie unentwegt. Bei Gefahr zieht er sich blitzschnell in die Anemone zurück. Es gibt eine Vielzahl von Arten der Fische, die da leben einzeln oder in Gruppen, in leuchtenden Farben und unterschiedlichen Größen. Die verschiedenen Korallen bieten Schutz und Unterschlupf den dort lebenden Fischen. Die verschiedenen Korallen und Seeanemonen reagieren sehr empfindlich auf geringste Temperatur- und Wasserveränderungen. Bei idealen Lebensbedingungen wachsen sie sehr schnell und pflanzen sich fort. Mit den feinfiedrigen Nesselarmen nehmen sie Nährstoffe aus dem Wasser auf und es ist daher immer notwendig, dass eine Wasserströmung vorhanden ist. Vielen Dank fürs Zuschauen und danke für Ihr Interesse.